Was geht ab, ihr Maschinen? Remi ist zurück mit einem neuen Video und dieses Mal werde ich zum allerersten Mal die Schlangenmap bzw. die allererste Ebene im Schlangentempel ausprobieren. Mein IQ ist weit davon entfernt, gut zu sein. Die Alchemie ist auch mythisch matt. Ich bin natürlich ein Waffensucher. Ich habe gar keine Erfahrung hier. Und wir testen das einfach mal aus. Ich hoffe, es läuft und vielleicht kann ich ja hier sogar ganz gut farmen. Ich musste erstmal ein bisschen suchen, bis ich hier den ersten Mädchen finden konnte, da ich gar keine Ahnung hatte, wo die überhaupt spawnen. Aber jetzt habe ich schon so einen kleinen Überblick, so langsam raus. Ist eigentlich alles gar nicht so kompliziert. Hier seht ihr meine Stats. Ich habe nicht wirklich viel Winddev, also da geht auf jeden Fall viel, viel mehr. Ich habe ein bisschen Abblocken und Pfeil, aber auch da würde noch mehr gehen. Wie ihr sehen könnt, habe ich Damage-EQ an, Feuerschuhe sind noch drin. Aber es läuft. 20k Crit sind nicht die Welt, ich treffe auch sehr, sehr häufig nicht. Ich weiß nicht, ob es vielleicht besser wäre, mit Prezi-EQ mal auszuprobieren, damit ich mehr treffe. Denn wenn ich mal eine Weile nicht treffe, gehe ich natürlich down. Drachengott-Kram ist auch aktiv und damit läuft es eigentlich. Der erste Mädchen geht gleich down. Natürlich schnell aufs Lootpad gewechselt, genauso wie auf den Diebeshandschuh. Denn ohne Lootpad braucht man hier wirklich nicht zu farmen. Und man will natürlich das Maximum rausholen, also immer schön Diebeshandschuh vorher rein. Easy. Ich habe mir gedacht, komm, scheiß drauf. Knallen wir noch so in Yutnoris Geheimnis rein. Davon habe ich sowieso genug. Und aktuell brauche ich die, beziehungsweise benutze ich die Dinger sowieso nicht. Und wie ihr sehen könnt, macht es direkt einen kleinen Unterschied. Wir kommen auf, wenn ich mal critten würde, auf gute 21k Crit, manchmal sogar 22k. Und das macht schon einen relativ guten Unterschied. Und dadurch wird das Ganze sogar noch entspannter. Also ich kann mir gut vorstellen, hier zu farmen. Ich habe den allerersten Stein der Dämonen plus 4 in meinem Leben gedroppt. Ein neuer Meilenstein, der geschafft wurde. Ist das toll. Und sogar ein Switcher, da gerade das Event läuft. Ein paar Stunden später bin ich fertig und hier seht ihr meine Ausbeute. Ich habe natürlich die ganzen Steine der Dämonen mitgenommen, die werde ich im 200er Stack verticken. Paar Kräuter, bisschen Abkram, die ganzen Jedite, FB, selbstverständlich alles mitgenommen. Und ich dachte mir, komm, wir nehmen auch mal diesen 8., 9. Skill, weiß ich gerade nicht, Bücher mit und gucken, ob die weggehen. Hier natürlich die Steine der Dämonen. Schimmernde Muscheln kriegt man hier echt richtig gut und ich muss sagen, es hat super, super viel Spaß gemacht. Endlich mal ein bisschen Abwechslung, endlich mal eine neue Farmmethode und ich denke, ich werde hier auf dieser Map erstmal ordentlich Zeit verbringen und wenn erstmal die Raids an sind, wird es natürlich noch viel einfacher. Man muss sich ja auch ein bisschen weiterentwickeln und deswegen habe ich zum allerersten Mal in meinem Leben das Asmodeus-Event mitgenommen. Habe mich hier mit dem Guten gekloppt. Ich habe sehr wenig TP, war nicht gut vorbereitet, war alles sehr spontan. Ihr seht, ich kratze auch ein bisschen ab, aber ich hatte genug Dinger zum Wiederbeleben. Mal sehen, was draus wird. In diesem Video mache ich wirklich nur Dinge zum allerersten Mal in meinem Leben. Es ist soweit, ich war in der Elementarwelt, wie ihr ja wisst, und zum allerersten Mal werde ich versuchen, einen Set-Effekt selber mal draufzupacken auf meine Waffe. Werde ich direkt Glück haben? Nein, natürlich nicht. Wäre auch zu schön gewesen, um wahr zu sein. Schade. Egal, nächstes Mal wird es klappen. Und da bin ich auch schon wieder. Bisschen gefarmt. Und wir haben noch einen Versuch. Das ist der zweite Versuch. Daumen drücken. Ritterlich. Es hat sogar funktioniert. Das ist richtig, richtig cool. Zum allerersten Mal ein Set-Effekt überhaupt irgendwo drauf und dann auch noch selbst gemacht. Zweiter Versuch. Und ich glaube, ich müsste jetzt hier auch irgendetwas dafür bekommen. Die fürstlichen Tries müssten das sein, wenn das erstmal aktualisiert. Vielleicht verkaufe ich die, vielleicht benutze ich die selbst. Das weiß ich noch nicht ganz. Gucken wir mal. Ein wenig später hat es auch aktualisiert. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Das ist das Coole. Sobald das erste Mal geklappt hat, bumm, kriegt man hier ein paar fürstliche Tries. Ich denke, ich werde die bald selber verwenden. Ich habe ja schon einen Z-Bonus auf der Zodiac-Klinge, da fehlt noch Rüstung und Helm und hier ist meiner Meinung nach ein ganz guter Preis. 5 Won für 1250 Gaia, machen wir, benutzen wir den Kram. Und jetzt habe ich 3 Versuche. Ich muss gucken, wie viele Splitter ich habe und wir sehen uns gleich.
Da sind wir am Start. Ich habe mich dazu entschieden, jetzt erstmal die Rüstung zu probieren. Wo ist die denn? Warum sehe ich sie nicht? Irgendwas stimmt hier nicht. Wie heißt sie? Schlangenrüstung. Böser Schlangenmantel. Plus 12. Oh nein! Ich habe die Dinger im Lager. Oh nee! Ich muss nochmal zurücklaufen. Diesmal sind die Scheißdinger auch am Start. Und wo ist die Rüstung? Diesmal sollte sie angezeigt werden. Ja. Plus 12. Okay, erster Versuch. Please, direkt der erste, bitte. Hat schon mal nicht geklappt. Jetzt werden wir nervös, denn... Ja, es hat geklappt. Jawollo. Da haben wir den Set-Effekt ritterlich auch auf dem Schlangenmantel. Geile Sache. Auch wieder beim zweiten Versuch, so wie mit der Waffe. Und jetzt haben wir noch einen Versuch, weil ich nicht mehr genug Gaia habe, auf den Helm. Und wenn der klappt, dann habe ich den Set-Bonus. Komm. Bitte tu es. Was ist denn da los? Achso, der plus 9. Okay. Komm schon. Bam! Was sagt ihr dazu? Es hat geklappt. Easy! Geile Sache, Mann. Das freut mich wirklich total. Zweimal zwei Versuche gebraucht und beim dritten Mal nur einen Versuch gebraucht. Jetzt ist mein Set-Effekt aktiv, wie wir sehen können. Wo ist denn das? Da oben. 1500 TP und 5% stark gegen Monster permanent. Also richtig geil. Und richtig geil. Ich bin zufrieden. Im Schlangentempel in der alleruntersten Ebene. Haue ein paar Metins weg und die Raids sind ja mehr oder weniger an. Ganz wichtig, die minus 10% Schaden durch Monster sind an und das merkt man. Das macht einen ganz, ganz großen Unterschied. So dass ich hier durchgehend stehen kann, den Metin komplett weghaue. Ich habe relativ guten Damage, finde ich. Dafür, dass ich auch nicht meinen Damage-EQ anhabe und nicht mal meinen Porky und so ein Kram, sondern mit Loot-Pad mache. Und ich werde jetzt mal versuchen, einen 200er Stack Muscheln voll zu bekommen und dann machen wir ein kleines Opening und vielleicht werden es dieses Mal ja ein bisschen mehr als eine weiße Perle, mal sehen. Also, das hat wirklich ewig gedauert. Ewig. Dass ich schon super ungeduldig bin und am Ende einfach nur noch reingeschissen habe und nur noch gestorben bin, aber der Stack ist voll. Ich weiß nicht mehr, mit wie vielen Muscheln ich angefangen habe, aber ich glaube, ich habe jetzt 75 Muscheln gemacht. Ich glaube, ich hatte 125. Ja, Patronen und Schlüssel, nur ein einziger Stein der Monster plus 4, richtig schlecht. Ein paar Stacks von Ups, das ist okay. Nur ein Hilfe des Drachen-FB, nichts anderes. Also heute war einfach, Alter. Die Drops waren richtig, richtig schlecht. Ja, vielleicht knapp 20 Segis, paar Wassernixen-Truden und Schlüssel. Nichts Großes, aber ich schätze mal, ich habe trotzdem 4 bis 5 Won vielleicht gemacht. Und jetzt werden die Muscheln geöffnet, beim letzten Mal war es nur eine weiße Perle, heute will ich Minimum 2 haben, besser noch 3 Stück. Aber gut, lasst uns loslegen. Sieht schon wieder sehr schlecht aus, so wie letztes Mal. Wir haben erst eine blaue. Alter. Eine rote. Sieht wieder. Alter Schwede, sieht wieder richtig, richtig schlecht aus. Noch eine blaue. Kann nicht sein, Alter. Es kann nicht so viel... Okay, die erste ist da. Okay, okay. Komm, noch eine. Eine muss kommen. So viele blaue und rote. Aber wo sind die weißen? Verdammt nochmal. Ja, Gott sei Dank. Die zweite ist da. Wenn jetzt noch eine kommt, bin ich glücklich. Ah, die kommt nicht. Nee, die kommt nicht. Das war's. Schade. Okay, 2 Stück ist wirklich nur das Minimum, gerade so, dass man sagen kann, der Arme hat nicht sein Leben verschwendet mit dem Farm. Ja, aber insgesamt, Alter, ja, kein Verlust, ja, aus 400 Stacks 3 weiße Perlen, ich bin immer noch insgesamt im Minus, wenn ich verkauft hätte, wäre besser, also aus 2 Stacks nur 3 Stück bekommen. Ich hoffe immer noch drauf, dass der nächste Stack wenigstens 3 weiße Perlen bringen wird, denn ja, der Kram hier ist eigentlich wirklich gar nichts wert, das ist Kleingeld.
Was soll's? Was zur Hölle? Ja, Asmodeus, ich bin jetzt gar nicht so richtig drauf eingegangen. Im Endeffekt habe ich einfach nur die Teile für ein Lootpad zusammenbekommen. Erste Try, zack, da ist das Ding auch. Sehr schön. Und jetzt werde ich mein Lootpad erstmal ordentlich benutzen und kurz bevor die Gegenstände ablaufen, mir dann direkt das neue Lootpad erstellen, damit ich so lange wie möglich rausholen kann. Ja, wie ihr seht, Champion Level 9. Ich bin aktiv gewesen und ich denke, wir haben auch schon sehr bald Level 10 erreicht. Zurück in der Grotte 3. Selbstverständlich muss das Lootpad gut ausgenutzt werden. Alchemie ist aufgeladen. Alles passt soweit. Ich hoffe mal wieder auf ein paar schöne Pet-Bücherkisten, die haben sich lange nicht mehr sehen lassen. Und auf Champion Level 10. Zum Ende dieses Videos kommen wir noch zu einem kleinen Opening. Ein 200er Stack Wassernixentruhen. Normalerweise verkaufe ich die immer, aber ich dachte mir, komm, was soll's, öffnen wir einfach mal. Zum Angel-Event gehen natürlich die Carbonfasern immer ganz gut weg. 10 Stück öffnen wir mal ganz kurz zusammen und danach werde ich euch das Endergebnis zeigen. Cores sind natürlich auch ganz cool. Ich glaube sogar Pet-Bücherkisten können da rauskommen. Aber aktuell sieht's nicht so gut aus. Naja, bis gleich. Das hat doch mal wieder Spaß gemacht. Gucken wir mal, wie viele Carbonfasern es geworden sind. Ich bin gespannt. Oh, wir haben sogar eine Pet-Bücherkiste. Das ist doch was Cooles. Und wir haben ganze 16 Carbonfasern. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, das sollte rechnerisch auf plus minus 0 kommen. Zusammen mit den Cores natürlich und mit den ganzen anderen Dingern hier. Guten Rohling, guten Ring und wie sie alle heißen. Ich denke, man kann die auch ruhig öffnen und muss die nicht immer verkaufen. Ist auch ein bisschen Content, es macht Spaß. Und so komme ich auch schneller an neue Alchemie.